Ist ja ganz schön laut in der Wüste hier. Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Tribe. Und beim letzten Mal hatten wir ja so ein bisschen den Cliffhanger, wir haben die Brücke gebaut. Diese wunderschöne Brücke. Mit nur einem Stützpfeiler habe ich die gebaut. Und jetzt sind wir in der Wüste, im Sandland, wo es sehr, sehr laut windet. Naja, gucken wir mal, was wir hier noch so für neue Ressourcen finden. Also hier gibt es erstmal Äste. Ich glaube, ich hätte vielleicht hier mit so einer groben Hacke schon mal rübergehen sollen. Aber ich soll ja erstmal Kontakt aufnehmen mit dem anderen Stamm, der hier drüben ist. Ah ja, hier, für die Dinger braucht man die grobe Hacke anscheinend, okay. Oh, hier gibt es wieder Ressourcen. Ha! Hier kann ich wieder was looten. Okay, was ist das? Göttlicher Weihrauch. Essensration. Tonschalen 3. Und einen großen Hammer. Das trifft sich ja gut. Falls unser Hammer hier kaputt geht beim Demontieren der Hütte. Ey, dieser Nebel macht einen fertig, ne? Hier siehst du ja nichts. Du musst dich erstmal orientieren können. Also wir wissen, es gibt hier keine großen Ranken. Keine Ranken und keine großen Blätter, so. In diesem Tal. Achso, warte mal. Ich habe ja vorher gedacht, wir laufen hier hin. Aber anscheinend laufen wir jetzt dahin. Ich habe jetzt schon jetzt... Also jetzt sieht es schon schwierig aus bei mir mit Wasser. Ich hätte vorher noch was trinken sollen. Ich hoffe, die haben hier vielleicht irgendwie so ein bisschen Wasser. Aber halt nicht so viel, dass da die feuchten Pflanzen drumherum wachsen. Hier ist einer. Hallo. Du gehörst nicht zu uns, Fremdling. Du kommst aus dem Westen. Niemand kommt aus dem Westen. Sie möchte nicht gefunden werden. Ah, okay, also es ist eine Älteste. Du solltest nicht hier sein. Niemand sollte das. Es gibt nichts zu essen, nichts, mit dem man hier bauen kann. Geh fort, Fremder, geh weg. Dann musst du den Jäger überzeugen. Er ist der Einzige, dem die Älteste noch traut. Wir haben nichts, dass es sich lohnt zu retten. Alle unsere Ressourcen gingen verloren. Die meisten unseres Dorfes sind, es tut mir leid, aber du musst tun, was du für richtig hältst, Fremder. Okay. Okay. Finde den... Alter! Es hat sich endlich verzogen. Dieser olle Nebel. Ja, nice. Ja, jetzt macht Spaß. Jetzt sehe ich auch was. Jetzt sehe ich auch was. Ja, wenn hier noch eine Wasserflasche drin wäre, die so vielleicht so halb voll wäre, wäre das cool. Nee. Aber hier sind Ranken drin. Alter, was ist das für ein Konstrukt? Krass. Geh hier mal erstmal außen drüber rum. Ist da vielleicht Wasser? Ist das vielleicht Wasser? Oh ja. Oh, sehr gut. Das hat mir jetzt den Arsch gerettet. Hier sind Knochen drin und eine grobe Axt. Okay. Also hier gibt es auf jeden Fall Baumaterial. Ja, gut. Aber keine großen Blätter, ne? Ich glaube, dafür ist es hier ein bisschen zu trocken. Wer bist du, Fremdling? Ich bringe Nachricht aus dem Westen. Wir haben deinen Ältesten lange vergessen. Warum sollten wir auf dich hören? Sie sucht die Einsamkeit. Aha. Die Älteste wird nicht mit dir sprechen. Sie hat keinen Grund dazu. Ich würde dir raten, diese Lande zu verlassen. Okay. Ich soll jetzt hier einen Marktplatz bauen. Natürlich die Frage, wo macht man das? Ich glaube, das wäre hier gut. Ich baue den einfach hier hin. Bevor ich jetzt noch 3000 Mal drüber nachdenke, was und wie und keine Ahnung. Vielleicht reiße ich den auch wieder ab und baue den irgendwo anders hin. Aber jetzt kommt er erstmal hin. Damit wir ganz einfach Ressourcen von A nach B kriegen. Jetzt natürlich die Frage, hier gelbes Gras zu finden. Ich habe ja da vorne was gesehen, aber das war halt noch in dem Canyon. Eigentlich müsste hier sehr, sehr viel gelbes Gras sein.
Weil das ja hier so ein bisschen so vertrocknet ist. Da oben ist noch eine Hütte, habe ich gerade gesehen, die wir abreißen können. Vielleicht ist da ja gelbes Gras drin. Ist auf jeden Fall eine grobe Hacke drin und ein Steintoten. Steintoten macht 75% mehr Produktion. Lol. Nice. Ich nehme auf jeden Fall so eine Hacke mit. Damit wir das mal testen können hier irgendwo. Vielleicht finden wir hier nochmal so ein paar Ressourcen zum Abbauen. Aber gelbes Gras haben wir jetzt nicht gefunden. Naja, egal. Oh, hier gibt es auch Wasser und hier gibt es gelbes Gras. Ah ja, sehr gut. Dann ernte ich das hier mal. Achso, das ist Meereswasser, das kann man nicht trinken. Ich verstehe. Ah, das ist natürlich dumm. Ah, ich bin dumm. Ich habe große Blätter vergessen. Ich habe große Blätter vergessen und hier gibt es keine. Ah, ja, ich hätte dran denken müssen, dass ich einen Marktplatz bauen muss und dass ich dafür natürlich auch Ressourcen brauche. Ich muss nochmal zurück. Ah ja, okay. Schlecht, einfach nur schlecht. So, ich sollte jetzt genug große Blätter gesammelt haben. Jetzt müssen wir wieder zurücklaufen. Ach ja, naja. Also Dummheit muss bestraft werden. Deshalb ist es schon okay. Ist schon okay. Bin halt einfach dumm. Aber ich würde sagen, also ich habe mir jetzt ja so ein bisschen was angeguckt hier in der Gegend. Ich glaube, dass der beste Spot, um wirklich viele Hütten nebeneinander zu bauen, wo man auch den Platz und die ebene Fläche hat, ist, glaube ich, hier. Also, da wird nichts drumherum kommen. Wir müssen hier bauen, einfach. Ich meine, klar, den Marktplatz habe ich jetzt da hinten gebaut, am Flussdelta, an der Flusskreuzung, aber der Rest der Hütten, der muss einfach hier hin. Okay. Jetzt haben wir Marktplatz 2. Okay. Können wir irgendwie schon sagen... Warte mal. Hier Marktplatz, Marktplatz 2. Aber warum ist hier trotzdem noch ein Ausrufezeichen? Ach so, weil wir hier keinen zugeordnet haben. Verstehe. Kein Träger. So, dann gehen wir mal... Dann sagen wir mal, Sammlerhütte hat jetzt genug gelbes Gras gesammelt. Sammeln wir mal große Blätter. Und die Holzfällerhütte hat auch erstmal genug Bambus. Sammeln mal Holz, bitte. Und ihr bekommt auch einen entzogen. Und jetzt sagen wir, hier arbeiten jetzt 2. Na gut, dann gucken wir mal, was hier ankommt. Jetzt sollen wir wieder mit dem Mega quatschen. Der wird jetzt erstmal überrascht sein, dass wir hier einen Marktplatz hingebaut haben. Was ist das für ein Ding, das du da gebaut hast, Fremdling? Wir haben nichts zum Handeln. Unser Ältesten hat sich vor der Welt versteckt. Sie spricht kein Wort mehr mit uns, aber ich glaube, mit dir würde sie sprechen. Wo kann ich sie finden? Also zum Meer. Sie wartet dort auf den Hungertod. Ich hoffe, du kannst sie davon überzeugen, ihre selbst auferlegte Strafe zu erlassen. Mögen die Götter dich leiten, Fremder. Okay, okay. Was ich mal auch machen werde, ist gleich Food hierher transportieren von der Fischerhütte. Ich glaube, das macht Sinn. Und jetzt, wie heißt denn das Item? Essensration. Das stimmt. Essensrationen. Gewürzte Essensrationen? Nee. Können wir das nicht transportieren? Oder sehe ich das noch nicht? Bin ich dumm? Nee, können wir gar nicht transportieren. Schade. Naja, ich werde mir nochmal kurz an der Wasserquelle da was reinzischen und dann gehen wir zu der Ältesten, die am Meer auf uns wartet. Gott sei Dank habe ich das hier gefunden. Ohne diese kleine Pfütze wäre das hier ziemlich hart. Was ich aber vielleicht auch schon mal bauen könnte, wäre sowas hier.
die Werkstatt. Denn da kann ich pennen. Und mir vielleicht noch ein paar Sachen kaufen und so. Ich glaube, ich würde auch schon schlafen, weil mein Charakter jetzt im letzten Viertel ist. Von der Energie her. Ja, okay. Jetzt können wir da zu ihr hingehen. Sieht doch da gut aus, meine Hütte. Finde ich gut. Oh, hier ist noch eine lootbare Hütte. Nice. Dann lass mich mal looten, bitte. Ein Messer, Holz und Ton. Ja, ist jetzt nicht so der geilste Loot der Welt, aber ist okay. So, hier ist die Älteste. Hallo. Stehen bleiben, Fremdländer. Wer auch immer dort ist, ich werde nicht mit dir sprechen, denn ich habe einen Eid abgelegt. Der Älteste des Westens schickt mich. Der alte Narr lebt immer noch? Du amüsierst mich, Fremdländer. Wie hast du diese unmögliche Reise geschafft? Die Brücke ist vor vielen Regenzeiten eingestürzt, indem ich die Brücke wieder aufgebaut habe. Tatsächlich? Ist es das? Faszinierend. Aber wir können dir nicht helfen. Die Götter halten uns der Existenz nicht für würdig. Wir sollten ihre Botschaft befolgen und darauf warten, dass uns die Zeit dahin rafft. Erlaube mir zu helfen. Große Worte, wir werden sehen. Na schön, Fremdländer, tu, was du tun musst. Ich bleibe genau hier und warte darauf, dass das Meer steigt und mich in seinen Tiefen empfängt. Baue die Werkstatt. Habe ich schon gemacht. Baue die Lagerhütte. Baue Schlafhütte 0 von 2. Okay. Hm. Vielleicht baue ich hier. Ich baue hier, komm. Scheiß drauf. Hier direkt am Altar. Oder? Kann ich überhaupt bauen? Was soll ich jetzt bauen? Die Lagerhütte, ne? Kann auf jeden Fall hier bauen. Aber gut. Ich baue das Dorf hier hin. Jetzt habe ich mich in der Folge schon zweimal unentschieden. Vielleicht versetze ich dann den Marktplatz und die Werkstatt auch nochmal. Wir brauchen Holz. Also das ist auch gut, dass hier gleich ein Wald ist, den wir abholzen können. Wir haben keinen Bambus mehr. Müssen wir ganz kurz gucken. Naja, die brauchen alle ein Messer. Ja, das mit den Ranken und so, das macht jetzt einfach keinen Sinn mehr. Bring uns mal Bambus, bitte. Gelbes Gras wäre vielleicht auch noch nicht schlecht. Gelbes Gras. Jo. 153. Nehmen wir. Oh, hier können wir auch was trinken. Oh, das ist ja nice. Ist so schlammiges Wasser. Ist tatsächlich wirklich ein guter Spot. Zum Bauen des Dorfes hier. Am Altar. So, erste Schlafhütte steht. Gleich mal einen Spot raussuchen für die zweite Schlafhütte. Ich glaube, was man im Spiel niemals freischalten wird, was es niemals geben wird, ist, glaube ich, eine Hütte, die andere Hütten baut. Was ich meine, weil das Ding heißt ja Primitive Builder und das ist ja schon eigentlich unsere Main-Aufgabe oder unser Main-Talent, dass wir hier so geile Hütten bauen können. Das ist ja auch die Backstory von dem Charakter. Damit wir gucken können, was können wir hier sammeln. Und dass sie das auch gleich machen. Ah, hier ist gleich die Älteste. Okay, dann spreche ich zuerst mit dir. Du bist noch hier, Fremdländer? Du hast wieder aufgebaut, was die Götter uns genommen hatten. Mutig, aber schlussendlich sinnlos. Die Götter haben uns bereits verlassen. Wir haben ihren Altar abgerissen. Für uns gibt es keine Hoffnung mehr. Was, wenn ich den Altar wieder errichte? Hm, aber werden sie zuhören? Würdest du? Mach schon, Fremdländer. Nimm,
aus den Ruinen des alten Altars, was du brauchst, errichte ihn neu und gib uns eine Chance, wieder eine Verbindung zu den Göttern zu erstellen. Zerstöre die Überreste des Altars und schließe den Bau ab. Ach so, ach, der Altar ist hier vorne. Ja gut, nice. Alles beisammen. Was demnächst halt auch freischalten müsste, wäre mal so eine Jagdhütte oder irgendwie sowas. Weil wir brauchen Food. Wir brauchen Food. Natürlich kann ich, ja ich, gut, ich kann ja selber was jagen. Aber das wäre jetzt das Einzige. Aber gab's hier was? Achso, diese komischen Adler, ja. Ja. Diese Geier. Was können wir hier sammeln? Göttlicher Sand. Aha. Große Blätter. Tatsächlich. Rang. Gelbes Gras. Kräuter. Okay. Ich guck mal, was der Altar jetzt braucht. Was wir da machen müssen, um den aufzurichten. Ah, guck mal hier. Hacke. Knochentalisman 5. Göttlicher Weihrauch. 5. Ah, okay, okay, okay. Göttlicher Sand. Wo kriege ich denn göttlichen Sand her? Was ist göttlicher Sand? Göttlicher Sand. Ja. Okay, also von den Dingern kriege ich das. Hier gibt es auch keinen Bambus, ne? So, wie viel Holz haben wir jetzt? So viel, okay. Dann mach mal bitte... Bring uns mal Holz. Und Bambus. Und Bambus. Bambus farmst du jetzt hier mal. Hier vorne gibt es Tiere. Hat welche flitzen sehen. Okay. Es gab Fleisch. Aber noch kein Leder. Doch, 3 Leder. Ah ja. Okay, na dann. Mehr Waschbär, komm. Fick dich. Boah. Wie er ausweicht. Eigentlich sagen hier, unser Land ist tot, ne? Guckt euch diese Oase einfach an. Hier ist so viel Baumaterial drin. Und die sagen, ihr Land ist tot. So, diese euren Ledersteine stellen wir jetzt hier hin. Dann müsste der eigentlich fertig sein. Nein, mir fehlen noch. Mir fehlt ein Leder. Oh lol, okay, okay. Ja. Ich bin auf der Suche. Ich habe zum Glück hier noch einen Waschbären gefunden, direkt im Wald. Hier, also der Wald ohne Bambus, hier direkt am Dorf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Charakter mit einem Speer in der Hand schneller läuft, als mit anderen Werkzeugen. Alter, und jetzt müssen wir das hier noch weiter ausbauen. Okay, also es braucht 4 Ton. Hier brauchst du wieder Leder. Das ist nervig. Naja, ich baue erstmal meine Werkstatt fertig. Wir brauchen anscheinend noch sehr, sehr viel Leder. Ich muss noch ein paar kleine Waschbären killen. Aber das ist auch gut so. Also irgendwie möchte das Spiel ja jetzt von uns, dass wir Fleisch sammeln. So indirekt, ne? Was ich meine? Damit wir hier erstmal was haben und nicht verhungern. Das ist so ein bisschen wie die Quest, die wir hatten, als wir den Speer erforscht haben und dann erstmal Speer fischen mussten. Bei Knochentalisman brauchen wir auch Leder. Ja, ich hoffe jetzt, dass bei der Jagdhütte auch Leder auswählbar ist. So, in der Zeit, wie das jetzt hier kocht, würde ich sagen, mach's auch schon wieder mit dieser Folge Tribe.
Wir haben sehr, sehr viel Neues entdeckt. Wir sind in einem neuen Land. Wir haben einen zweiten Marktplatz erstellt. Wir handeln jetzt mit dem anderen Dorf, bauen jetzt noch ein ganz eigenes Dorf, haben dafür noch keine Bewohner. Aber wir sollen hier erstmal viel reparieren. Mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst den Like nicht, den Kommentar und das Abo auf dem Kanal. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende, je nachdem, wann das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.